Adriano Grimaldi, erstmal Glückwunsch zu deinem Tor. 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Natürlich nicht. Wir wollten oder wir mussten oder wir müssen langsam Punkte holen, wir müssen Siege holen. Heute hätten wir damit anfangen können. Ich denke, wir hätten es ja eine oder andere Situation besser verteidigen müssen. Hätten wir vielleicht auch länger die Null halten können, um am Ende noch aufs Zweite zu gehen. Ja, fühlt sich schon an wie eine Niederlage. Jetzt geht es ja als nächstes weiter gegen Meppen und Unterhaching. Du sagst schon, ihr braucht dringend Punkte. Was nehmt ihr euch da speziell vor, um diese zu holen? Ja, wir nehmen uns vor, dass wir weiter an uns arbeiten und alles rausholen, dass wir einfach 3 Punkte holen. Es gibt keine Entwicklungsphase oder was auch immer. Es geht jetzt um Ergebnisse und ich denke, es hat jeder von uns begriffen. Und heute haben wir auch gezeigt, dass wir fighten können, dass wir Tore schießen können. Und wenn wir daran anknüpfen, dann denke ich schon, dass wir auch in den nächsten Spielen noch holen werden. Was glaubst du, war das Problem heute, dass ihr vielleicht kein zweites nachlegen konntet und dann noch eins kassiert habt? Ja, die anderen spielen halt auch mit, ne? Und die stehen auch unten drin, die stehen genauso mit dem Rücken zur Wand und müssen punkten. Es ist keine schlechte Truppe, die haben gut gefightet, die haben gut in den Zweikämpfen. Es war einfach ein gutes Duell. Dass du nicht jedes Ding da hinten verteidigen kannst, ist klar. Mit ein bisschen Glück, obwohl da vorne einmal ging er gegen Pfosten, da ging er auf einmal rein. Und wir müssen einfach auf uns selbst schauen, dass wir unsere Zweikampfquote vielleicht verbessern, dass wir die Räume besser belaufen, defensiv, so offensiv. Aber trotzdem haben wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht, nur das Ergebnis stimmt nicht. Dankeschön. Jetzt, wenn wir die erste Halbzeit betrachtet, sind wir gut reingekommen, haben, glaube ich, auch verdient das Tor geschossen, hatten wirklich gute Möglichkeiten, gut herausgespielt. Haben dann irgendwie den Faden so ein bisschen verloren, hatten da wirklich keinen wirklichen Zugriff im Mittelfeld und dann wurde Lübeck natürlich besser und dominierender und das haben wir wirklich nicht gut gemacht, nicht gut verteidigt, nicht gut durchgeschoben und deswegen ging so die erste Halbzeit grundsätzlich vom Ballbesitz her nach Lübeck. Großchancen hatten sie jetzt nicht wirklich, auch wenn sie viele Möglichkeiten hatten. Ja klar, und zweite Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt, versucht taktisch das ein bisschen besser zu machen. Ich habe jetzt nicht das ganze viel gesehen, weil ich jetzt ab der 55. draußen war. Ich habe nur gehört, dass es ein Traumtor war, das wir kassiert haben. Ich glaube, das müssen wir dann einfach ein bisschen besser verteidigen. Ich glaube, vielleicht muss Hidde dann vielleicht zu Luki sagen, Leo, und er fängt den auf und dann passiert gar nicht der zweite Eckball. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz gesehen jetzt. Gott sei Dank sind sie erstmal hinter uns geblieben und haben wir ein bisschen so die Negativtrend, den wir in den letzten Wochen hatten, ein bisschen gestoppt. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.